Willkommen zurück zu SimCity Builded. Leute, ich habe ein neues legendäres Projekt gestartet. Diesmal in Bildung, das letzte Mal war es Unterhaltung. Das war ein Fehler, denn wie ihr seht, hier überall diese Punkte, die ich bekommen kann. Ja, die sind alles von Bildungsgebäuden. Das ist halt schon eine ziemliche Menge. Wie ihr seht, ich habe wieder ein bisschen umgebaut, alle Häuser jetzt hier nach links auf diese zwei Reihen verschoben. Denn so gut wie gar kein Gebäude konnte hier am Berg irgendwie einen Bonus bekommen. Und das habe ich jetzt auch geändert. Also jetzt können hier einige Häuser mehr was abkriegen vom Bonus. Und ich habe es ein bisschen verschoben. Egal. Dann habe ich das hier hinten noch umgebaut. Und ich sehe gerade, ja, muss ich dringend verbessern. So. Dann können wir noch eine Gratis-Truhe öffnen. Oh, noch eine bis zur goldenen Truhe. Ist natürlich nicht mehr viel. Und ja, da müssen wir dringend noch ein paar Punkte holen. Denn ich habe nur noch knapp 20 Minuten. Ja, ich habe 38, ich brauche mindestens 40, um es abzuschließen. Sorry Leute, ich musste gerade niesen, deshalb habe ich die Aufnahme kurz gestoppt. Wo war ich? Ich habe halt nur 20 Minuten noch für diese zwei Punkte. Ich brauche im Grunde gar nichts mehr machen. Denn ich kann einfach hier bei zwei Punkten das hier machen. Und damit haben wir auch die erste Stufe schon erreicht. Ja. Okay. Ja. Also das war es auch schon im Grunde. Ist schon fertig. Ich werde auch nicht mehr weitermachen hier. Weil 20 Minuten kriege ich nicht hin, da irgendwas noch zu reißen. Ja, was gibt's noch? Hier. Ich bin normalerweise nicht so gut da drin, aber wenn man mal so eine Woche lang aktiv spielt, dann kann man schon, ja, ihr seht es hier oben schon, 21.180 Punkte bekommen. Bin leider nur Zweiter, aber kein anderer ist so nah an mich rangekommen, außer halt New Eden, selbst Level. Hat halt 8000 Punkte mehr, na fast 9000. Und ich krieg halt dann den Megapreis in der Kleinstadtliga. Hier müssen wir unbedingt nochmal 20 Punkte holen irgendwie. Und dazu muss ich halt eins dieser goldenen Tickets benutzen. Ich habe halt 12, deshalb ist es eigentlich kein Problem. Ja. Darauf habe ich mich ehrlich gesagt nicht so vorbereitet. Pariser Gebäude oder London Town Gebäude ausbauen. Die habe ich nach hier unten verschoben. Ah, da fehlt mir die Tasse. Noch eine Tasse. Ja gut, ich werde die schon mal... Achso, hier. Nur 9 Stahl fehlt. Ich habe natürlich nichts gemacht. Okay. Machen wir das mal schnell. Und gucken mal, ob wir noch irgendwas anderes machen könnten. Bergbereich erweitern. Lieferung nach London abschließen. Katastrophen können wir nicht auslösen, habe ich erst gemacht. Und habe dabei den Turm auf Stufe 7 verbessert. Jetzt habe ich hier den Tornado. Werde ich euch dann vielleicht in der nächsten Folge mal zeigen. Gucken wir mal kurz rüber zum Frostfjord. Produktion ist da auf jeden Fall schon fertig.
Ah, da können wir irgendwas bauen. Okay. Hier habe ich auch erweitert, dann können wir hier auch weiterbauen. Was die Versorgung angeht, ja. Ich habe da erstmal noch Kohlekraftwerke hingepackt, weil ich halt nicht genug Geld für eine Kernfusion hatte. Da habe ich das schon in der letzten Folge gemacht. Müllentsorgung fehlt mir halt noch 4000. Feuerwehr habe ich eine kleine Ding gebaut. Das konnte ich noch nicht machen. Ich habe nicht genug von den Flossen-Simoleons. Hier könnte ich das kleine nehmen, aber es reicht halt nicht für alle. Deshalb ist das halt nicht so gut. Ich wollte extra das hier nehmen. Ist zwar ein bisschen Verschwendung, weil es dann über den Rahmen hinausgeht, aber es würde genau hier reinpassen und hat halt einen größeren Radius. Oder gleich das hier. Dann reicht es ganz weit und es lohnt sich eigentlich trotzdem noch. Ja, Polizei habe ich, Gesundheit habe ich. Also das brauchen wir noch nicht. Ja, Parks, ich weiß nicht, irgendwie. So. Einfach so einen ruhigen Park hinklatschen. Ja, mache ich. Brr, hier ist richtig kalt, daher ist es wichtig, die Einwohner mit einem gut funktionierenden Heizsystem zu versorgen. Ah, Mist. Ja, ich weiß, aber ich will das hier haben. Das geht nicht. Jetzt habe ich, glaube ich, einen Fehler gemacht oder so. Ah, das. Kann man das hier hinmachen? Ja. Aber dann werden die Häuser rechts nicht so mit einbezogen. Ah, Mann. Egal, das lasse ich dann erstmal so. So, Fischerei, neue Sachen hier stellen. Ja gut, dann gehen wir mal kurz zurück und gucken, wie weit der Stahl ist. Okay, das reicht. Dann Pariser Gebäude ausbauen. So, das haben wir geschafft. So. Ja, ich habe hier auch ein paar Sachen freigeschaltet. Goldene Schlüssel, Lappland, Hotel, 5000 Simoleons. Und ich habe halt, Moment, ganz vergessen, ja, hier. Ich bin ein Level aufgestiegen. Deshalb habt ihr auch eben schon Käse gesehen, ohne dass ihr den kennt. Ja, den schaltet man mit Level 26 frei. Und hier, den Schrank. Habe ich auch schon ein paar hergestellt, aber wegen dem legendären Gebäude hier habe ich das nicht geschafft. Deshalb, ja, ist das dann so ein bisschen schief gelaufen. Ich würde euch eigentlich gerne auch noch die Belohnung dann zeigen. Also müsste ich jetzt hier 12 Minuten warten, beziehungsweise 27 Minuten. Und ich würde es so machen, ich mache jetzt hier quasi das Ende der Folge. Und dann in etwa einer halben Stunde zeige ich euch, was man dann daraus bekommt, damit ihr es auch sehen könnt. Also Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann in etwa einer halben Stunde wieder. Und bis dann. So Leute, da bin ich wieder.
Hier haben wir abgeschlossen. Ausbau. Legendäres Projekt abgeschlossen. Den Sims gefällt der schnelllebige Alltag. Holen Sie sich also jeden Tag Ihre Tempomarkenteile. Okay. Ich glaube, ich brauche drei Tempomarkenteile für eine Tempomarke. So, zweiter Platz und den Megapreis bekommen. Zwei Platin-Schlüssel, ganz cool. Stadtliga. Okay. Dann können wir jetzt noch schnell beim Frostfjord hier die Recyclinganlage aufbauen. Sie sind echt wütend. Egal, erstmal eine Müllentsorgung hinbauen. Haben wir jetzt eigentlich alles? Wir haben das hier, das hier, das hier, das hier. Das haben wir noch nicht. Das, das und Park haben wir auch. Landschaft. Hier wäre halt gut. Aber ich glaube nicht, dass ich die umstellen kann. Nee. Die ist halt schon perfekt da drin. Akazienwald. Passt auch nicht. Ah, nee, nee, nee. Dann ist das genauso dasselbe. Frostfjord. Oh, kostet aber regionale Währung. Nee. Campingplatz. Auch nicht. Schade. Egal, Leute, das war's mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.